Und damit hallo und herzlich willkommen zu Monster Hunter World. Ich grüße euch. Heute in dieser Quest mit dabei, oder beziehungsweise gleich, ihr werdet ihn gleich sehen, ist der Brian. Ihr habt ihn vielleicht schon ein paar Folgen vorher gehört, wie er den Kipo unterstützt hat. Jetzt wird der gute Brian mich dann unterstützen. Und euch werde ich auch unterstützen, die Stunde 80 Euro. Kein Spaß. Genau. Einfach anschreiben. Vielleicht verlinken. Vielleicht schreibt ihr aktiv mal PlayStation-Name in die Beschreibung, da könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr Hilfe genau braucht. Und dann vermietet er sich so, wenn ihr Probleme bei Monster Hunter habt, was war es nochmal? Der Brian nimmt 80 Euro die Stunde. Richtig. So, für uns ist es selbstverständlich kostenlos. Wir machen ja Werbung. Wir zahlen natürlich nichts. So. Wir sind VIP. Yo, wir sind VIP, Digga! Denkt sich Sammy auch. Ja, davon träumt ihr wohl. Ich darf nicht mal diesen scheiß Let's Play mitspielen. So ein Scheiß aber auch. Immer nur Siemka. Ich werde die Katze umbenennen. Jede Folge heißt die Katze anders. Okay, fast schon gehört, dass heute sollte eigentlich ein neues Resident Evil 2 DLC rauskommen. Ja, ich hab's gehört. Ich hab leider keine Kopfhörer, Leute. Deswegen kann es sein, dass ich vielleicht die Leute in der Party nicht so ganz höre, wenn sie etwas leiser reden. Es wird Zeit, dass wieder Geld kommt. Ja, ich hab das gehört. Gestern Abend, das soll kostenlos runterladbar sein. Ich hab's noch nicht heruntergeladen. Ich habe auch auf Instagram gelesen, dass es gute Neuigkeiten zu Resident Evil 3 gibt, dem Remake. Also die Fanbase steht da allgemein sehr offen zu einem Remake. Es würden sich alle freuen. Ich wünsche mir eher Resident Evil 8. Ja, aber es wäre doch geil, wenn wir jetzt alle Teile auf der PlayStation 4 so gesehen spielen könnten. Ja, die Remake Resident Evil 7 für die PS4. Und laut Gerüchten, die ich gestern bekommen habe, soll die PlayStation soll vieles darauf hindeuten, dass die PlayStation 5 etwas hat, was die jetzige Xbox ja schon hat. Nämlich eine Abwärtskompatibilität. Also das heißt, dass wir dann PlayStation 1, 2 Spiele wahrscheinlich draufspielen können. Weg vielleicht sogar 3. Aber dann. Bei 3 ist man sich nicht sicher, weil das zu schwer. Also das ist wohl sehr kompliziert und sehr hochwertig. Da müsste die PlayStation 5 auf Leistung gehen. Aber da die Dingens ja eh auf Leistung geht. Nein! Du bist falsch. Ich hab ja auch gemerkt. Die Kisten rum. Ich bin diesen Weg noch nie gegangen. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Weg gibt. Schön, dass ich auch was Neues entdecke. Geronimo! Ich finde es eigentlich mein Schmetterlings-Outfit. Ich finde, ich sehe nicht aus wie ein Schmetterling. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen irritiert, aber okay. Jedem seins. Ich hab's mal in Pink gefärbt, denn in der Standardfarbe sah es irgendwie komisch aus. So, wo muss ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, du lenkst mich hier mit deiner rosa Rüstung hier. Ich folge dir nur. Das ist einfach nur, damit du dich wiederfindest, falls du mich verloren hast. Ja, das bringt mich schon ein bisschen durcheinander. Gut, dann hast du mich wahrscheinlich schon mal am Anfang verloren. So, Leute, zum x-ten Mal laufen wir da wieder hin. Es wird doch so wie bei Akif gestern im Stream. Du schlägst dich 3 Stunden lang mit diesem Monster rum und dann haut es einfach ab. Ja, genau. Und dann haut es einfach ab, wo du denkst, nein! Aki, ich musste mal sagen, solltest du mal dringend deine Rüstung ändern. Was würdest du denn empfehlen? Was wäre denn jetzt so nach Knochen so? Dankbarkeitsrüstung. Zum Beispiel. Oder halt, irgendeine andere, wie die Anjanat-Rüstung ist, wäre es jetzt noch gut oder so. Ist die Anjanat, die jetzige Anjanat-Rüstung ist halt für Low-Rank noch ganz gut. Halt die beste Low-Rank-Rüstung. Und du weißt es auch, stimmt das, dass es da noch einen stärkeren Anjana gibt, einen Anjana Plus? Ja, sogar in der Story noch.
Oh nein, Kipo. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, Kamera 16 ist nichts mehr. Das können die vergessen. Ich bin weg vom Fenster. Aber gute Nachrichten, Kipo. Der ist ganz am Ende. Bis dahin hast du schon bessere Ausrüstung, was ich hoffe. Ich bin raus. Das interessiert mich einen alten Feuchten. Oh. Aki geht direkt wieder runter. Ja, das hat mich jetzt auch ein bisschen geschockt. Es gibt sogar noch einen Gehärteten, dann macht er noch mehr Schaden, hat noch mehr Leben. Und Kampfgehärtet hat er neue Angriffe. Erzähl uns noch mehr. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Aber die gibt's nicht in der Story. Dann muss ich euch leider enttäuschen. Den Anjana Plus, oder? Den Anjana Plus, also ich glaube, es war 8 Sterne Monster. Du musst hier. Ah, ich bin sowas von raus. Das können die vergessen. Ach, Sterne Monster. Nee, nee. Die sollen sich Hobbys suchen. Wenn Eisborn kommt, dann. Oh nein, was mach ich denn da? Das sind 12 Sterne. Das ist mir scheißegal, in anderen Yard. Ich bin sowas von raus. Können sie sich alle abschminken. Es kommt neuesten neuer Drachen-Ace da rein. Eigentlich. Laut dem, was ich alles gehört habe. Neuer anderen Yard, ich glaub's nicht. Kein neuer Anjanal. Also du musst halt nochmal gegen den kämpfen, was aber auch nicht so schlimm wird. Nein! Ich hasse den nur wie Sau, den blöden. Misskrüppel. Der wird komplett schlimm. Oh, Keeper, so das ist ein blöder Misskrüppel. Er kann uns ja gleich 2 Monate für das Vieh nehmen. Ja. Echt so, Alter. Und das The Witcher Update ist bis zum 22. Februar erhältlich. Oh, ob wir das schaffen? Oh Gott. Ich bin nur noch Monster also gestreamt. Vergesst Resident Evil und so. Ja, ich hab deinen Schwänzekin. Ihr habt ja eigentlich auch noch Schnee, bitte euch dabei helfen. Komm mal nicht an, ihr Master. Was? Der Ratlos verlässt bald den Ort. Warum verlässt er das Ort? Was soll das? Kipo, dann passiert dir das, was mir jetzt passiert ist letztens. Ah, ich habe sein Schwendekinn abgeschlagen. Und es kotzt und es sozusagen, du hast da die Armkarte, weil da du trotzdem noch auf die Stärke hast. Dein Leben los. Ja, ich sehe es gerade. Ich muss Tränke nehmen. Ich versuche ihn gerade schon auszuweichen. Jo, ich halt. Wenn es geht, dann gehe ich hier runter. Das ja, ich bin schon in dem gefahren. Also, die Mission wird doch 3 Stunden lang. Ja. Ich sag ja, um 20 Folgen kann ich das jetzt hier mit dem Vieh handeln. Man merkt das ja mit dem so Anjanat. Da waren es halt tatsächlich irgendwie 20. Da waren es halt dann tatsächlich 20 Folgen. Die wir mit diesem Vieh verbracht haben. Zwischendurch ein bisschen Story, aber insgesamt kommt, glaube ich, wo auf 20 Folgen. Ich habe mich schon gewundert, hä, warum bist du jetzt erst, gestern habe ich mich gewundert, warum bist du jetzt erst beim Teil der Verwesung? Bei den ganzen Folgen müsstest du doch schon eigentlich fast durch sein. Ja, die Mission, aber ich war ja hinter der Rüstung, oder zumindest hinter dem Feuerschwert her, deswegen brauchte ich noch ein paar Teile von ihm. Und hier ist das Feuerschwert ganz gut eigentlich, würde da nicht so rumzappeln. Das glaube ich. Also, ich muss sagen, bei meinem ersten Versuch hätte ich ihn ja fast gehabt, aber ich muss. Arschloch, Alter. Verlässt bald die Nord. Ich hab die fast gekriegt, du blitz. Mistgeburt-Dinge und der Franks wird um oder hast du kleines Verficktes. Oh Gott, Alter. Der Kipo rastet wieder aus. Moin, Luca. Ja, wie es mir geht. Ja, ganz gut, außer ich muss einen Ratlos besiegen. Das ich passt mir nicht so wirklich im Kram. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Und dir? Kief, er entführt mich. Er ist friedlich? Er entführt mich. Er führt dich. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich gleich noch lande. Brian wurde entführt. Ja, steht da an der Seite, dein Partner wurde entführt.
Darauf muss ich erstmal mein Schwert schärfen. Das Mistding, Alter, ich wollte nur mein Leben auffüllen. Ja, wer sich rächen fühlt, dann für die Geschwister von ihnen, die ich umgebracht habe. Rage Mode ist aktiv. Rage Mode? Was für ein Mode? Rage Mode. Das ist, Ausrast. Dein Ausrastemodus. Achso, ja. Ja, bei Monster Hunter kann das mal öfters vorkommen. Ja, das ist jetzt meine Mission, hätte ich gesagt, ich bleibe jetzt stehen und sterben, weil ich bin gerade so von einem Leben gesprungen. Hier, benutze ich die Vitamin E-Transfer. Ja, natürlich. Was ist das denn? Also Akif, du hattest die Hälfte Leben. Ja, und dann kommt er mit seinem, Schwanz, schlägt mir da ins Gesicht und dann liege ich da tot. Das hört sich falsch an, Ich glaube, das hat sich Kipo gerade auch gedacht. Ich kannte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin gerade auch ein bisschen konzentriert, noch den Ratelos zu kriegen, bevor er diesen scheiß Ort verlässt. Wo ich mich frage, warum er den verlassen kann. Wir können ja gerne, wenn das nichts wird, nächste Mission eine Rüstung für dich holen. Ja. Du spielst ja Langschwert, richtig? Hä? Du spielst ja Langschwert. Ja. Okay, du musst deine Rüstung, musst du schauen, dass sie auf Affinität geht. Okay. Wenn du jetzt so Options drückst, hast du ja deine Statuswerte. Wie viel könntest du mir sagen, wie viel Affinität du hast? Na, warte mal, ich werde gerade angegriffen. Oh, ich kann nicht mehr. Gut, dann ich halt muss mal nicht. Kurz verschwinden, dann kann ich das gerne aber sagen. Aber bitte sterb da jetzt auch nicht von Dinos, die auf. Ja, das wäre jetzt das wär echt blöd. So, Status. Spiel ist. Status. Worauf soll ich jetzt gucken? Schau mir die Kommis gleich auf an, Leute. Affinität. Minus 20. Ja. Wenn er dich runterwirft, mit welchem Knopf kannst du dich wieder drauf teleportieren? Also draufhaken mit Zielen und R2, so habe ich das immer gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch bei nicht Fliege 3 gilt. Aber du hast ja Drache. Dann brauche ich ja diese Gutscheine für die Dingens, für die Gala. Gala? Ja, war das nicht für die Galerisch? Scheiße. Ja, aber das ist eine Deko-Rüstung. Achso, okay. Von der du, glaube ich, gerade redest. Weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es davon eine richtige Rüstung gibt. Der rastet hier richtig aus. Wer? Der Indianer kann auch daran liegen, dass ich ihn ein bisschen auf den Kopf gehauen habe. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Nein. Ja, hier, bleib bei mir. Ich bin jetzt gerade wieder da. Geh ganz, 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 ganz weit weg. Ganz weit weg. Okay, ich gehe wieder zum Lager. Also, am besten auch so, dass du den Kampf noch mitziehst, damit dir deine Fische auch noch sehen. Oder du bleibst frei. Pass dich auf. Bist du alleine? Komm. Aber Akif, gute Nachricht für dich. Die Eispest tötet dich nicht, die macht uns das deine Ausdauersteller vergessen. Ja, deswegen, aber manchmal muss ich halt schnell sein und dann ist es blöd, wenn mir die Ausdauer flöten geht, aber nach einer Zeit scheint das wohl wieder zu regenerieren. Und wie genau. Schau mir die Kommis gleich an, Leute. Oh. Wenn wir Glück haben, kämpfen die gegeneinander und dann kriegt er. Ja, ich warte eigentlich ab, dass er ihn blendet. Du musst ja aber auch aufpassen, dass wir nicht geblendet werden. Komm. Und ich stehe im Blendradius. Ja! Darauf habe ich gewartet. Ich hab gedacht, ich wäre hier sowas von. Artemis, ich brauche eine Wespe. Da kam gerade der Tixiaku an. So, sein Kuppelstein ist an. Ist auch gebrochen. Verkacktes Misty. Okay, Luca, dann bis gleich. In den gleichen 15 Minuten.
Man kämpft. Wäre natürlich mal eine Abwechslung gegen die ganzen 30. Zeit, dass du deine Gesundheit. Achso, das ist dein Piccolo. Das, okay. Ja. Piccolo, dein, dein Paleko meine ich. Ich hab mein Paleko. Das ist ein Trinkspiel, wie komme ich denn jetzt? Piccolo? Ja, ich glaube, das haben wir mal gezockt, ne? Ja. Piccolo ist ein Charakter aus Dragon Ball. Stimmt. Ist aber auch ein Trinkspiel. Wo ich im Archiv noch ein paar Geschichten über den Köpfen heute richtig fand. Ja, das war noch Zeiten, das war noch vor YouTube. Echt schlimm. Oh, es war früher, als es kein YouTube gab. Verdammtes Arschloch, Alter. Such dir Hobbys. Ich glaube gerade als YouTube frisch rauskam, war ich. Ja, war ich nicht mal ein Jahr alt. Wenn YouTube kam 2005 doch raus, richtig? Ich glaube schon. Ich meine schon. Also habe ich mal was gelesen, dass YouTube 2005 rauskam. 2009 sterben wird wahrscheinlich. Wenn wir nichts dagegen machen, dann stirbt das, ja. Das wäre ganzes Leben futsch. Wir scheinen ihm gut Damage gemacht zu haben. Alter! Nein. Ja, nein, das nein. Siehst du auch schon an deinen Flügeln oder so. Nein, ja, es hat getroffen. Oh gut. Okay, ich habe gerade dein Leben gerettet. Meine Ulti hat zum Ausfang getroffen. Er fliegt jetzt wieder weg, ne? Jo, er fliegt zu seinem Lager, wir schlafen gehen. Ich hatte ja jetzt auch meinen Hammer genommen, aber Eis gegen Eis ist so, als würdest du Pikachu gegen Pikachu. Ja, ich glaube, da bin ich mit meinem Feuer eigentlich ganz gut dabei. Ratlos, wird den Ort bald verlassen. Warum verlässt er den bald? Weil ich ihn fast gekillt habe, oder was? Ja. Alter. Feige Sau. Komm wieder her. Du hast eine Expedition, oder, Keeper? Scheiße, meine Ausdauer. Fuck. Ich renn 2 Sekunden, meine Ausdauer ist weg. Ja, ich habe auch meine Ausdauer, die ist auch gerade flöten. Das. Gott! Das Schöne wird ja, wenn dann wirklich diese, wenn ihr dann wirklich bereit seid für diese The Witcher-Mission, dann ist ja das Lustige, man kann als Geralt, wenn man es schafft, da rumlaufen. Also von meinem Kumpel her, hat mir gesagt so. Das. Ja, da voll lustig, wenn ich da mit euch ein paar Missionen mache und ich dann als Geralt da rumlaufe. Er liegt. Hast du ihn? Wenn jetzt alles gut läuft, dann könnte ich ihn gleich haben, ja. Wenn Akif jetzt auch nicht stirbt, dann hätten wir ihn jetzt auch. Oder wenn ich nicht sterbe. Ich komme hoch. Jo, hab ich Bomben oder so? Kann ich Bombenleger werden? Er humpelt weg. Ich meine, Ausbildung zum professionellen Bombenleger hab ich ja gemacht. Ach man, muss er jetzt wirklich wegfliegen? Gut, Akif, bombardieren wird nichts. Ich muss ihn dann wohl wieder ins Gesicht schlagen. Ich versuche euch gerade irgendwie zu finden. Problem ist nur. Ich hab ihn fast. Im höchsten Punkt. Er darf diesen Kackort nicht verlassen. Wir sind sogar über den Wolken, obwohl über uns noch ein paar Wolken sind, was komisch ist. Okay.
Okay, hoch. Soll ich schon mal anfangen? Ja, fang an. Die Glühwürmchen die Glühwürmchen führen mich jetzt zu dir. Ja, und mein. Ich hab doch gesagt, mein pinkes Outfit ist doch zu etwas nützlich. Aua, wurde umgeschubst. Eigentlich waren wir schon gut dabei. Ich darf diesen Ort nicht verlassen. Ich find's ja super, dass mein Bruder mir gerade essen geht. Ah, Kief, du bist auch mit? Ja, ich bin auch mal da. Ich dachte, so kurz darauf kann ich ja mal eingreifen in den Kampf. Ja, ich hoffe, dass es auch keine falsche Option war. Wir haben ihn echt fast. Der kann schon eigentlich gar nicht mehr. Ah, okay. Dann machen wir das doch ruhig ist. Er liegt. Der Leben auf der Kugel. Er lag. Weiter noch was, der weiß nichts danach. Jetzt hast du Glück, er schlägt meistens daneben. Oh! Vielleicht soll ich mal erstmal am Trank. Vielleicht soll ich ein paar Tränke zu mir nehmen. Er liegt wieder. Hau drauf, ich halte mich mit Tränken Komm schon. Am Leben. Okay. Ja! Kommen wir zum Grund des Tages. Geil! Los, zurück zur Forschung. Und wir sind ganze 19 Minuten in dieser Mission gewesen. Ja, also ich muss sagen, ich habe die Folge jetzt auch schon fast durch. Das ist, oder jetzt schon durch. Da kann ich ja wunderbar mit die Folge ja schließen. Komm schon, hab nicht wieder so viel Leben, Kumpel. Du warst fast tot. Du hast gebrochen Teil alles. So. Ach ja, du schon. Wenn es geht, kann ich dir aktiv geben. Klaue. Geben, na gut, ich kann sie dir nicht geben. Worauf fällt. Was ist so. Okay, eure Leute. Art? Nein! Mein Arm ist so offen. Der Kipo ist tot. Nein! Der war so kurz vorm Sterben und der hat den Kackort verlassen, dieses Arschloch. Okay, das ist genauso schlimm. Das Leute, darf ich werde nicht jetzt. Bevor das Spiel jetzt mir jetzt hier wieder abkackt, werde ich jetzt mal ganz schnell dieser Folge einen Cut setzen und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin ja nicht eigentlich wirklich sehr weit weg vom Kipo. Das heißt, ich müsste auch sehr schnell zum Rathaus kommen und wer weiß, ne? Wie es dann ausgehen wird. Ich würde mich dann bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, Antenne, und ciao. Mit auf. Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Scheiße, Mann. Fuck. Alpha Kief, knappe Mission. Echt knappe Mission. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, ich gehe mal kurz gucken, ob diese The Witcher Mission wirklich nur die Vorbereitung alleine ist, aber ich habe Angst, dass ich dann die Mission mache. Deswegen lasse ich sie lieber.